Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, wir befinden uns heute mal nicht im AFK Arena Spiel, aber wie man es wohl nicht anders von mir erwartet hätte, es handelt sich um AFK Arena und heute reden wir mal darüber, welches die besten Helden in AFK Arena sind. Da gibt es aber auch immer Unterschiede und das Ganze werde ich euch jetzt mal nach dem Intro zeigen. So, und zwar fangen wir mal an. Das Ganze wird benotet mit S+, S, S-, A+, A, A-, B+, B und so weiter. Ihr könnt das ja alles sehen. So, das Ganze wird aufgeteilt in 4 Stufen des Rangliste. Das hat, glaube ich, hier was mit Top-Helden zu tun. Ich denke mal, das ist einfach nur mal gewotet worden oder so. Das bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich würde aber sagen, wir fangen mal bei Level 1 bis 60 an. So, Leute, und das hier ist die Liste mit den besten Helden zwischen Level 1 und Level 60. Ja? Platz 1, etwas verwundernd vielleicht für einige, aber Saves, ja, Saves ist ein sehr, sehr guter Held. Platz 2 Nemora, Lucius, Tarsi und die Zwillinge, seht ihr ja hier, das sind die Top 5. Ihr müsst aber darauf achten, ich werde euch den Link mal für die Seite auch in die Beschreibung packen, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal nach dem Video in Ruhe anschauen. Das ist hier erstmal eine Insgesamtbewertung, ja, hier haben wir S+, 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 S und S nochmal für die Zwillinge. Aber dann unterscheidet sich das schon mal, wir sehen es hier bei Tarsi, die hat sich 2x F, ist aber trotzdem auf Platz 4. Wir haben hier einmal PvE, PvP, Labyrinth, Riss und Soren, ja. Und da sehen wir auch, ist Saves zum Beispiel PvE, S+. Aber in den anderen Vieren hat er nur ein S. Und bei Nemora zum Beispiel ist sie im PvE S+, im PvP S, aber im Labyrinth hat sie wieder ein S+. Ja, und bei Lucius zum Beispiel S+, hier ein S+, hier S+, und hier ein S+. Das heißt, er hat nur ein S im PvP. Deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, weshalb er nur auf Platz 3 gerankt ist. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja, das sind hier so die Top-Helden. Wir haben hier noch Talene, Mihira, Rosaline, Iron, ja, auch ein guter Held. Ich weiß nicht, warum jetzt hier nicht Roman steht, sondern Eber, Resche, keine Ahnung. Saphir, Belinda und so weiter. Das sind so die besten Helden, mit denen man hier gehen kann. Ja, dann mache ich kurz einen Cut und zeige euch nochmal die schlechtesten Helden von Level 1 bis 60. Und das hier sind die Helden zwischen Level 1 und 60, die ihr am besten gar nicht benutzen solltet, ja. Also Angelo, Ferahel, Aden, Hendrik, Cass, Forkus. Okay, Forkus bin ich vielleicht etwas anderer Meinung, aber wenn es so ist, dann steht es da so. Varek, OG, Ogi, keine Ahnung, Estrilda, ne, klar, Nero, Brutus, der wird aber noch ein bisschen besser später, das safe. Das sind so die Helden, die ihr nicht mitnehmen solltet. Hier befinden wir uns jetzt gerade im Mittelfeld, hier Ulmus, Afa und so weiter und so fort. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten. So Leute, und hier befinden wir uns jetzt im Midgame, das heißt Level, ihr könnt es ja hier sehen, 61 bis Level 160. Und was uns sofort wieder auffällt natürlich ist, Saves ist immer noch auf Platz 1, ja. Und woran liegt das? Saves kann man auch nur bis Level 160 leveln, ja. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass Saves gleich von Level 160 bis 240 nicht mehr auf Platz 1 sein wird, ja, aber ne, lassen wir uns mal überraschen. So, Tarsi haben wir jetzt mittlerweile auf Platz 2. Ja, Riss und Soren ist natürlich immer noch schlecht. Also Tarsi kann ich auch, werde ich niemals empfehlen können für Riss und Soren. Und wie ich es gerade angesprochen habe, Brutus ist schon auf Platz 3. Na, Lucius, ich glaube, der war vorhin auch auf Platz 4 oder auf Platz 3, ist immer noch ganz oben mit dabei. Lucius, wie gesagt, kann ich euch immer nur empfehlen. Guter Held. Ja. Talene haben wir hier auf Platz 5. Dann die Zwillinge wieder, Rosaline, Chimera kommt jetzt langsam auch hoch. Chimera, wirklich, wenn ihr am Anfang die Labyrinth-Token habt, holt euch Chimera, glaubt es mir, sie wird euch so weiterhelfen, das ist richtig krass. Also Chimera hat mir auch richtig heftig geholfen, sie ist auch so überall gut. Ja, wir sehen hier ihre Stats, Nemora auch noch am Start, Atalia, Mihira und jetzt geht so langsam ein bisschen, ja, sag ich mal, ins Mittelfeld rein. Wir können uns ja nochmal anschauen, wer hier ganz zum Schluss ist, wen ihr nicht so zwischen Level 61 und Level 160 wählen solltet. Und da haben wir, ja, leider immer noch Angelo, ja, den eigentlich so netten Angelo, haben wir immer noch auf dem letzten Platz, ja, aber das ist ja normal. Das sind ja, ja, die, ich sag mal, nur die Food-Helden normalerweise. Isabella, ja, haben wir auch ganz hinten bei, Verk, Syros, Estrilda auch hinten bei, Cass, Reine, finde ich auch absolut Crap-Held, ja, habe ich noch nie benutzt. Ja, hier sehen wir so die Helden, die ihr nicht benutzen solltet.
So, und dann befinden wir uns schon im Late Game, ja, Level 161 bis Level 240. Und wir haben hier auf Platz 1 Atalia. Ich persönlich kann euch dazu nichts sagen, denn als ich zwischen Level 160 oder 161 und 240 war, hatte ich Atalia ja nie benutzt, ja. Chimera auf Platz 2, wir sehen hier S+, 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 also Chimera überall S+, genau wie Atalia auch, ja, genau wie Talene auch, und auch wie die Zwillinge, also die vier richtig stark, also wenn ihr sie haben solltet. Natürlich haben wir hier drei Himmelswesen-Helden, deswegen gehe ich mal auch davon aus, dass sie so gut eingerankt sind, aber gehe mal davon aus, dass ihr jetzt keine von diesen Himmelswesen-Helden so hoch haben werdet. Also ich denke mal, vielleicht habt ihr einen auf Elite oder Elite Plus oder vielleicht auch auf Legendär, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr zu dem Zeitpunkt eventuell eine Chimera schon auf Mythisch, Mythisch Plus, eventuell sogar auch schon auf aufgestiegen habt, ja. Dann würde ich euch empfehlen, guckt einfach mal ein bisschen weiter runter und wir haben hier Lucius, Brutus, Tarsi, Nemora. Das heißt, das sind alles Helden, die man ganz normal in Packs ziehen kann. Natürlich, ihr könnt auch diese himmlischen Helden ziehen, aber die Chance, diese zu bekommen, ist schon relativ gering. Deswegen würde ich euch raten, schaut hier ein bisschen weiter runter. Wir haben hier wieder Rowan, Nemora, Tarsi, wie immer Brutus. Ne, Mihira würde ich jetzt auch nicht so drauf achten, Orthos auch nicht. Ja, und dann haben wir hier Lyca, Iron, Cass, Rosanine. Ja, Ferail auch eigentlich noch relativ stabil dabei. Und dann geht es halt wieder, ja, sag ich mal, ein bisschen hier ins Mittelfeld rein. Ihr seht ja das Ganze hier. Fork ist auch noch ein bisschen stabil am Start. Wie gesagt, ihr müsst immer gucken, für was ihr die Helden benutzen wollt. Wenn ihr für Risk gehen wollt, dann guckt, welche Helden hier am besten sind. Weil ein Baden zum Beispiel, ja, der ist hier irgendwo im Mittelfeld, aber beim Risk hat der ein S+, beim Soren hat der ein S+. Also ihr müsst da wirklich drauf achten und gucken, wo ihr welche Helden einsetzen wollt. Ja? Wenn es ein PvE ist, ja, dann müsst ihr gucken, also ein Kapitel unter PvE, wenn ihr jetzt, sage ich mal, in Arena der Helden wollt, dann guckt unter PvP. Ja, wenn ihr ins Labyrinth gehen wollt, dann guckt unter Labyrinth und so weiter. Und ja, dann haben wir hier die Helden, die ihr nicht benutzen solltet. Und hier haben wir Angelo mal nicht auf dem letzten Platz. Numizu, ja, finde ich persönlich auch ein Crap-Held. Ich habe von einigen gehört, dass er im Königsturm relativ gut sein soll, also auch im Fraktionsturm, Work. Habe ich auch zu diesem Zeitpunkt nie gespielt. Arden, Thoran, Tidus, Solrath, obwohl er ein Unterweltler ist. Reine, wie immer, Crab, Estrilda, auch nicht so stark, Rigby. Ne? Belinda verwundert mich ein bisschen, beim Riss hat sie ein S. Immerhin, das sind so die Helden, die ihr nicht benutzen solltet. Ja? Also auf gar keinen Fall hier mit Numizu oder Work, Arden, Thoran, Tidus, Solrath gehen. Ne? Das sind die kompletten Crab-Helden so. Im PvE Arden noch mit einem stabilen S unterwegs, Work bei Riss mit einem stabilen S, aber ansonsten Crap. Und jetzt sind wir im totalen Endgame angekommen, also das heißt Level 300 plus, ja. So, allerdings bevor wir hier weitergehen, es wird davon ausgegangen, dass die Level 300 plus sind, 5 Sterne aufgestiegen, ja, Mythic Plus Ausrüstung haben, ein 30er Signature Item und 3 Möbelstücke, denke ich mal, sollen das sein. Ja, wenn ihr das Ganze nicht habt, würde ich euch raten, schaut euch das Ganze trotzdem an, denn ich meine, die Helden sind ja auch immer noch einigermaßen, kann man sie immer noch so vergleichen, auch wenn man sie jetzt alle, sag ich mal, als Beispiel auf ein 20er-Item hat, ja. So, und ja, dann haben wir Talene auf Platz 1, Talene wirklich ein sehr starker Held, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe sie leider, ja, ein bisschen vernachlässigt, habe sie jetzt noch nicht so hoch, ich kann sie mir aber auch immer leihen, deswegen jetzt nicht so ein krasses Problem. Zwillinge auch wirklich, auch in den Gilden-Runs, kann ich sie euch nur echt ans Herz legen. Eins sowieso komplett OP, der Typ. Ich habe ihn mir geholt, auf ein 30er Item hochgeballert. Der hat mich anderthalb Kapitel weitergebracht. Von 31,12, glaube ich, auf 32,32 oder sowas. Also der Typ ist echt krank. Ja, dann haben wir hier Rowan. Auch sehr, sehr guter Held. Aziz, auch nur top, kann ich empfehlen. Iron, Tarsi, das sind so die besten Helden. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Saurus kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen mit einem 30er Item. Der hielt das ganze Team und der haut einfach so einen krassen Damage raus. Der ist einfach nur echt geisteskrank. Alna, Zafrail, kann ich nichts zu sagen. Die habe ich nicht auf aufgestiegen und auch nicht auf 5 Sterne. Ja, Rosaline auch nur, ne? Natürlich Support, Support, Support zusammen mit Rowan. Mega, mega gut. Und dann, ja, würde ich sagen, schauen wir uns nochmal an, wer hier hinten so ist. Meine, ich sag mal so, in Anführungsstrichen, Lieblingshelden, Thane, Oscar, ja, also wirklich absolute Crap-Helden. Oben sehen wir noch Rigby, also die drei,
Lichtträgerhelden finde ich richtig trash. Irgendwo müsste hier, glaube ich, auch noch Reine sein. Genau, Reine. Also die vier Lichtträgerhelden, packt sie auf jeden Fall nicht auf eure Wunschliste. Ja? Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt, denn die werdet ihr niemals brauchen in dem Spiel. So. Syros hätte ich persönlich, sage ich euch ehrlich, gar nicht mit gerechnet, dass er so weit hinten ist. Also wirklich nur drittletzter, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ulmus hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass er so schlecht ist. Antandra sehen wir hier auch noch. Ja, Isabella, Ukyo. Ja, obwohl er sogar ein dimensionaler Held ist, so weit hinten, finde ich echt krass. Baden, ja, Satrana, Anoki, Reine. Ihr seht ja hier die ganzen Helden. Aber, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, hier haben wir ein bisschen andere Stats, ja. Hier haben wir nur noch PvE, PvP, Labyrinth und die Bosse, ja. Also hier haben wir kein Rift-Soren mehr aufgeteilt. Das ist hier, denke ich mal, alles unter Bosse, ja. Also, falls ihr euch wundert. Jo Leute, und dann war es das auch schon mit dem ganzen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch gerne ein Abo da, würde mich mega freuen und supporten natürlich. Und wenn du keine weiteren Videos in Zukunft von AFK Arena verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, würde mich noch mehr freuen und noch mehr supporten. Und ja, dann wie gesagt, war es mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.